So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim. Falsches Spiel. Oh Gott! zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Jetzt bin ich im Sumpflager. Da hinten haben wir, glaube ich, damals irgendwann den ersten Fokusstein geholt. Nach dieser Prügelei. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Genau, zu den Wassermagiern. Weil ich glaube, ich habe jetzt alle Fokusscheine, wenn ich es richtig verstehe. Hallo! Ja, dementsprechend habe ich alle, wenn der sagt noch drei. Und der letzte folgt zugleich. Kann nun die Sprengung beginnen. Ein weiterer gefallen. Eieiei. Na gut. Kapitel 4, Xardas. Ich denke nämlich auch, dass Xardas derjenige ist, der das sonst, wenn
die es nicht schaffen, die Feuermagier, das schafft. Aber jetzt will ich erstmal meine Belohnung. Also Bitches will ich hier haben, so ein paar. Und dann dick, fett Money, Money, Money. Ach, verarsch mich doch einfach. Reunion! Ich will Money, Money, Money! Ich weiß nicht, was ich für einen Schrott bekommen habe, aber gut. Was kann ich denn verkaufen? Erstmal Horn. Die Triche will ich nicht verkaufen. Fackeln, Sumpfkraut. Das Zeug hier, die Krallen. Ja, verkaufen. Der hat 600 etwa. Klar, die ganzen Zähne. Okay, und dann Erz. Erz bis zum Abwinken. Ja, it's Wayne's Money, Money, Money. Oh, Money, Money, Money. Mhm. Kugelblitz, boy, das alles. Ja, das eigentlich nicht. Na gut. Mach ich trotzdem mal. So, so viel Geld will ich nicht verlieren. Ah, annehmen. Und ciao. Keine Ahnung, was ich jetzt bekommen habe. Das war nichts. Ist das Myx hier? Nee, den kann ich auch nicht. Ja. Hä? Wolltest du mich trollen oder so? Mich? Na okay. Muss mich nicht stören. Ich guck mal, ob ich irgendwo einen Magiestein habe, womit ich mich nach aber ich kann mich nur zu den Teleport Dinger zu den Feuermagier teleportieren. Wasser. Feuer wäre gut in dem Falle. Naja. Ich halt ins alte Lager, das ist wenigstens nicht schwer zu finden. Immerhin. Oh, da gehen entweder die Raketen hoch oder die Sternstimmen. Ja. Woo! Okay. Die. Weiß ich auch noch die Mission, Alter, ja. Ist das eigentlich so, dass Schwimmen hier noch beschissener ist als in GTA? Es ist traurig, ne? Wenn das noch schlechter als in GTA ist.
Also dieses Schwimmen ist halt wirklich so eine beschissene Scheiße hier. Aber vor allem das Tauchen. Wie in GTA. Das kann GTA auch gar nicht. Tauchen. Okay. Das ist eine Scheiße mit diesem Schwimmen. So. Ich hasse die Nacht deswegen. Auch nur falsche Richtung. Nein! So. Irgendwo kam ich jedoch auch ins alte Lager, muss ich irgendwo kommen können, schnell zumindest. Das ist doch einfach nur die Mitte der Map. Aha. So, ich speichere mal und guck mal, wie schnell das geht. So. Hallo. Ah! Was tue ich denn? Hallo, hey! Leute! Was denn? Rodriguez? Was? Ich lade mal lieber das Spiel neu. Ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist. Dadurch, dass ich zu schnell geflogen bin oder so. Ah, von hier dürfte es doch auch schon gehen. Ist nicht mehr so weit. Und so lief der Held. In den Weiten von Myrtana. Eieieiei. Oh, es sind halt wirklich alle feindlich auf mich. Das wäre aber komisch. Hier der. Hä? Okay. Queda 2000, das ist gut, aber ich weiß nicht, was das für ein Mist ist, den die Gardisten gerade abziehen. Ist das das, was wir gerade gemerkt haben, dass die irgendwie, keine Ahnung, eskalieren? Ja, Orkundfell und Namphore und Trollfälle. Die Bücher behalte ich. Sinns der Stärke, Trank der Macht behalte ich. So.
Nahrung, das kann ich alles. Bier kann ich verkaufen. Seraphis und diese andere Blume darunter. Heilkräuter, genau. Wasser verkaufe ich. Warte mal, nehme ich lieber mit. Ich glaube, das kann ich für Quests eher nutzen. Waffen kann ich verkaufen. Oh, mehr hat er wahrscheinlich auch nicht. Aber 2000 Yards mehr kann man auch machen. It waits, money, money, money. Wie meine Zahl hochsteigt gerade. So. Klingt doch gut. Ja. Speichern. Over and out. Hier durch die engen Gänge, engen Schluchte. Dann gehe ich auf diese altbekannte Brücke in der nächsten Folge. Bis dahin. Und macht's gut.